Fange eine Sterle-Trophy auf Fiederroute oder Winkelpickerroute? Nichts leichter als das? Ja, die Herausforderungen sind natürlich nicht so schlecht. Manche sind wirklich schwierig und manche vielleicht auch einfach nur ein bisschen nervig. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten, die Herausforderung abzuschließen. Und man muss es halt manchmal ein bisschen länger probieren und ein bisschen testen und testen und testen. Und der Blue Marlin, der hat zuletzt wieder getestet hier. Schön mit Winkelpickerroute an der Achtuba auf Sterlet. Und das sah gar nicht so schlecht aus. Hat er alles im Discord schon gepostet. Link zum Discord direkt unterm Video. Einfach mal reinklicken. Da ist alles wunderbar detailliert beschrieben über mehrere Stunden. Tja, und ich teste das natürlich auch mal. Also es sieht bisher schon ganz gut aus. Sterletten sind da. Es fing klein an, klein und unmaßig, aber auch schon nach gut 20 Minuten die erste Sterlette, der erste Sterlet mit über 7 Kilo, fast 8 Kilo ist schon drin. Ne? Also, das sieht gut aus. Jetzt mittlerweile ist natürlich die Nacht eingetreten. Nachts tendenziell vielleicht eher ein bisschen weniger. Auch hier wieder Morgenstunden, Abendstunden vielleicht nochmal so ein bisschen heißer, dass da ein bisschen mehr geht. Aber auch über den Tag verteilt durchaus mal immer wieder Sterlet, die eben auch reingehen. Das Ganze funktioniert natürlich mit einem relativ feinen Setup, aber eigentlich nicht ohne Futtermische. Heißt also, ohne eine Futtermische, im Idealfall natürlich PVA, wird das schwierig. Ich habe jetzt hier eine extra Futtermische nochmal angefertigt. Ich bin jetzt hier gerade mit Winkelpickern unterwegs. Schauen wir uns gleich natürlich im Detail nochmal an. Ich habe eine extra Futtermische gemacht oder die klassische Stör-Futtermische. Und die jetzt natürlich auch nochmal in kleine PVA-Bällchen reingetan. Und damit jetzt ausgeworfen. Und ich würde sagen, auch hier Minimum mal so 15 Bällchen von der Futtermische reinjubeln an den Spot. Vielleicht sind es auch irgendwann mal 20 und dann ist das immer noch gar kein Problem. Und dann vielleicht erstmal so ein bisschen eine Pause machen. Na, zuppelt da was auf der 3? Vielleicht auch einfach nur ein bisschen die Strömung. Ja, das ist natürlich jetzt abwarten. Ne? Also das ist hier kein Spot, wo man wieder auf hohe Frequenz geht. Nichtsdestotrotz, was wir auch gerade schon wieder gesehen haben, hier ist die Aralbarbe mit reingegangen. Auch das ist natürlich durchaus eine Möglichkeit, hier einfach nochmal hinzugehen mit Pellets und mit Boilies. Vielleicht teste ich auch gleich ein Setup nochmal mit Pellets und Boilies. Wäre auch eine Möglichkeit. Denn im Moment bin ich hier einfach nur ganz, ganz simpel mit dem Tauwurm. Tauwurm, einer der Top-Köder, immer wieder auch für Sterlet. Deswegen sollte man das natürlich auch verwenden. Also Tauwurm funktioniert hervorragend hiermit. Und ja, vielleicht geht da ja auch gleich noch die Trophy mit rein. Irgendwas so mit 10, 12 Kilo wäre doch fantastisch, oder? Das wäre schon nicht schlecht. Also richtig große Sterletten sind auch schon in den Rekorden drin in der Gewichtsklasse. Da nehme ich doch mir gerne auch noch eine von mit. Warum denn auch nicht? Wie gerade schon gesagt, auf Aralbarbe auch durchaus eine Möglichkeit dann. Wie gesagt, mit Pellets und Boilies natürlich. Und dann hat man da die klassische Kombination. Entweder Krebs oder Krabbe und Fisch. Oder man nimmt Muschel und Krabbe. Krabbe, Muschel, Soluble. Dann natürlich mit Flusskrebs in Kombination. Also da einfach ein bisschen variieren. Und was für Sterlet auch immer wieder gut funktioniert, sind Krill. Grillkombination, Grillpellets, Grillboilies. Auch das auf jeden Fall mal testen. Da natürlich nicht ganz so groß reingehen. Eher so im 14er, 15er Pellet-Bereich und Boilie-Bereich. Also da nicht so übertrieben reingehen. Apropos übertrieben reingehen. Sollte hier tatsächlich mal was Übertriebenes reingehen. Auch den nehmen wir auch mit. Dann haben wir hier die Chance auf die nächste Herausforderung. Auch das ist gar nicht so schlimm. Das heißt, es gibt ja noch eine weitere Herausforderung hier, speziell mit der Winkelpickerroute. Und zwar
haben wir direkt auch hier beides in der Aufgabe Nummer 6 verankert. Also einmal Sterlet hier in der 6 und auch gleichzeitig fangen Sie einen Fisch mit einem Gewicht von mindestens 30 Kilo mit der Winkelpicker-Rute. Auch das kriegt man hervorragend hin mit Sterlet, mit Störangeln. Vielleicht geht ein Wels rein oder. Also auch das durchaus eine Möglichkeit. Wir könnten hier natürlich auch noch die Köder ein bisschen ändern. Auf die klassischen Störköder, auf die dicken Larven zum Beispiel. Und dann geht da möglicherweise was rein. Aber es können eben auch die dicken Brocken schon mal hier auf dem Tauwurm reingehen. Ja, ausreichend Schnur natürlich haben und gucken, sollte hier was Dickes reingehen. Schnell hier rüber rennen und versuchen, den Fisch halt genau in die andere Richtung zu lenken. Denn hier hinten ist irgendwann Ende. Und das ist halt so ein bisschen so eine Risikostelle. Das gibt es halt an verschiedenen Spots. Also immer zusehen, wenn ein Fisch in die Richtung abhaut, vorrennen, rüberreißen die Rute, damit der Fisch in die Richtung wieder flüchten kann. Das ist halt essentiell. Sonst verlieren wir zu dicke Fische, ist ja klar. Ja, und dann klappt das natürlich auch hier, wie gesagt, auch mit kleineren Winkelpickerruten. Ich gucke gerade noch mal eben kurz rein. Der Blue Marlin hatte das ja, wie gesagt, im Discord alles schön beschrieben. Und er war auch vom Setup her gar nicht so ganz riesig unterwegs. Genau, Vorfachsmaterial geflochten hatte er. Ich vermute mal, er war auf 27 Kilo geflochtenes Vorfachsmaterial. Man sieht es gerade nicht ganz so genau. Genau, weil seine Route, er war mit der Royal Picker hier unterwegs mit 29 Kilo Gesamttragfähigkeit. Hier jetzt gerade die Kingfisher Legacy, die hatte 35 Kilo. Das ist natürlich nochmal ein bisschen anderes Ding. Einfach jetzt auch nur verwendet wegen der 35 Kilo, weil ich dann hier einfach nochmal dicker reingehen kann. Ansonsten kann man eben auch hier wahrscheinlich einfach auch mit der HSV sich einfach hinstellen und dann sein Glück versuchen. Einfach auf Tauwurm und Co. Ich glaube, das Größte was oder Gefährlichste, was hier reingehen könnte, ja klar, ist natürlich auch sowas wie ein Stör. Aber am ehesten vielleicht nochmal sowas wie ein Wildkarpfen, Marmorkarpfen oder sowas. Und der Durchschnitt wird höchstwahrscheinlich, ich sag mal, bis maximal vielleicht 15 Kilo sein. Und darüber ist es schon äußerst, äußerst selten, dass da was Großes reingeht. Ja, jetzt haben wir die nächste Morgenstunde sozusagen, gleich 5 Uhr. Ich hoffe, dass da gleich noch ein bisschen was geht. Wir gucken jetzt nochmal schnell ins Setup rein. Also, in meinem Fall jetzt hier gerade die Legacy Picker. Ist natürlich kein Must-Have, aber Fiederrute oder Winkelpicker für die Herausforderung. Ansonsten alles reinschmeißen, Hauptsache für den Spaß und ein bisschen was rausziehen. Die Fische bringen ja auch ganz gut Cash. Von daher kann man da auch gerne so mit seiner Karpfenrute oder sowas reingehen. 1-0er-Haken habe ich hier drauf und einen Tauwurm habe ich hier drauf. Das ist natürlich schon mal ganz praktisch. Also 1-0er-Haken, ruhig ein bisschen größer reingehen. Wir kriegen genug kleine Fische hier drauf, selbst auf den 1-0er-Haken. Siehst du, da geht es auch schon los. Den lassen wir direkt wieder frei. Also es gibt genug kleine Fische, die trotz allem eben hier immer wieder mit anbeißen. Deswegen ruhig eine Nummer größer reingehen. 1-0er-Haken ist für Barbe und für Sterlet gar nicht verkehrt. Also die Größe passt da schon wirklich ganz gut. Genau. Ansonsten gucken wir mal kurz hier nochmal eben rein. Hier ist das ja genauso gleich aufgebaut. Ansonsten natürlich noch eine passende Futtermische. Auch das ist natürlich essentiell. Hier ist gerade als Basis Leinsamen. Dann natürlich Lehm. Ganz wichtig auch immer wieder für starke Strömung, aber auch für Sterlet. Das funktioniert immer wieder besser. Gehackte Würmer. Flusswandermuschel Krill. Wie gerade schon gesagt, Krill auch gerne mal als Boilie und Pellet testen. Und als Aroma dann hier Krabbe und Muschel. Man könnte vielleicht auch nochmal sowas wie Krill als Aroma testen oder dieses Wurmaroma könnte man vielleicht auch noch nehmen oder Flusskrebs einfach nur. Also da mit dem Aroma kann man ruhig noch ein bisschen Variation reinbringen und ein bisschen rumspielen und auch da noch ein bisschen weiter testen. Ansonsten sieht alles gleich aus vom Setup. So, jetzt gucken wir natürlich nochmal auf die Map genau. Wir sind jetzt hier an der Stelle. Ja, ich werfe so zwischen die beiden Bäume hier. Also zwischen den beiden letzten oder hier unten quasi auf den vorletzten Baum. Und damit landen wir dann mit 21 Meter Clip ziemlich genau hier in der Area. Und so ist das gut. Da wollen wir sein. Und dann klappt das, wie gesagt, bisher auch schon ganz gut. Mein nächster Test jetzt gleich nach den Morgenstunden ist nochmal ein Wechsel auf Boilies
Und dann teste ich eben, wie gesagt, klassische Haarmontage, Boilies und Pellets. Und zum einen dann, wie gesagt, mit Grill, mit Krabbe und Muschel und mit Fisch und Muschel. Also so diese Variation, die auf jeden Fall gleich auch nochmal testen. Aber erstmal noch hier schön die Morgenstunden mitnehmen und weiter probieren und gucken, was hier noch alles so reingeht. Eieiei, winzige Aralbarbe. Das wollen wir natürlich nicht. Also, wie gesagt, Tauwurm oder sowas, das muss nicht sein. Andere Möglichkeiten natürlich auch sowas hier, ne? Maikäferlarve oder so mit reinballern. Vielleicht geht ja auch noch mal ein bisschen was Größeres rein. Aber dann haben wir natürlich auch ein bisschen mehr Risiko. Und die Rekorde sagen gerade ziemlich eindeutig, Alden, bleib auf dem Tauwurm. Aber man muss ja immer wieder testen, ne? Immer wieder testen. Das macht es aus. Ja, kohlebäßig. Gucke ich nachher vielleicht nochmal rein. Ich weiß noch nicht. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein bisschen länger hier durchziehen. Vielleicht sitze ich hier auch vielleicht noch 3 Stunden oder sowas. Es ist halt ein AFK-Spawn. Aber solche großen Brocken, solche Sterle, die bringen halt richtig gut Cash. Und große Aralbarben, das lohnt sich halt auch immer wieder. Von daher einfach durchziehen. Einfach auch als Spot sehen, wo man einen seltenen Fisch fängt und eine Herausforderung abschließt. Und nicht als Spot, wo man mal eben schnell Cash macht. So viel zum Spot. Dankeschön nochmal an den Blue Marlin fürs Teilen der Stelle. Ich werde es hier noch weiter durchziehen. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.